Willkommen. Ich habe das Fahrwerk jetzt umgebaut. Ich habe jetzt die RockShox Z wieder drin, die getunte und den neuen getunten Dämpfer. Ich habe jetzt von Fox auf RockShox umgebaut. Beides getunte Fahrwerke von Anyrace. Also ich glaube ja nicht dran, dass ich einen großen Unterschied merke. Also eigentlich glaube ich dran, ich merke gar nichts. Aber hier federt es jetzt zumindest vorne schon mal wieder. Das hat die 38er nicht mehr gemacht bei diesen kleinen Wellen. Hab hier diesen 30-Punkte-Plan da, wann der Serviceintervall ist. Spricht der Zukunfts-Alex mal weiter, weil der Typ auf dem Fahrrad abgelenkt war. Also der Service für die Fox-Gabel ist überfällig. Wie gehabt, mein Home-Trail, der Flow-Trail Stromberg. Für mich der perfekte Ort, um den Unterschied zu spüren. Ich bin hier mit dem getunten Fox-Fahrwerk gute 400 Kilometer auf dem Trail dieses Jahr gefahren. Und der Trail hat erst etwas über 2 Monate offen. An dem Tag, an dem ich das hier drehe. Also ich merke doch ein paar Unterschiede. Es federt mehr. Erstklassige Aussage mal wieder. Es spricht Feinfühlige an, das meine ich. Aber fahren und labern ist gar nicht so einfach. Vor allem dann noch sinnvolle Sätze zu bilden. Hopp, direkt Steingap. Guten Frontlastik. Danke. Steingab war ein bisschen frontlastig. Federwegausnutzung. Ah, noch ein bisschen Platz bis zum Durchschlag. Machen wir nochmal. Also das Fox-Setup war ein 38er und der Dämpfer ein DPX-2. 100 Stunden über 1500 Kilometer. Das hat sich halt so angefühlt, als würde wirklich bei den leichten Wellen gar nichts mehr machen. Und hier spürt man, wie das Fahrwerk arbeitet. Habe ich jetzt nicht erwartet, weil ich schiebe das jetzt einfach mal auf den überfälligen Service bei dem anderen Fahrwerk. Besser. Halten wir mal voll auf die Wurzeln drauf. Wie gehabt, Vollgas auf die Wurzeln draufhalten und man merkt fast gar nichts. So kenne ich es und möchte ich es. Perfekte Abstimmung mal wieder. Also für mein nicht vorhandenes Können. Obligatorischen Sprünge in Abschnitt 3 dürfen nicht fehlen, damit es danach auf den ruppigen Part übergeht und das Fahrwerk jetzt mal abliefern muss. Und wieder übersegelt. Mein Freund das Wurzelfeld. Mit meinem Freund den Baum. Hey, gefühlt? Ja, gefühlt war es schneller als die letzten Abfahrten dort mit dem alten Setup. Das bestätigt auch meine Videoanalyse. Gerade waren es 7 Sekunden und bei meiner letzten Abfahrt mit dem Fox-Gedöns waren es um die 10 Sekunden. Hier wähle ich mittlerweile auch die gerade Linie, dafür aber die verblockte. Merkt man mit dem Setup nicht. Welten angenehmer als mit der 38er. Aber das kann jetzt nicht nur der Dämpfer ausmachen. Weil der Dämpfer ist ja jetzt ein Golden Ride Dämpfer. Und vorher war das ja nur das Trail Hunter Setup. Also eine Stufe, nicht das Beste, was geht. Weil es für den DPX-2 ja das Golden Ride Setup gar nicht gibt. Irgendwie fühlt sich das hier komfortabler an. Natürlich darf No Jokes auch nicht fehlen. Hier aber keine neuen Erkenntnisse. Genießen wir einfach die Abfahrt. Ohne dämliche Musik. Ein schlechter Anlieger. Die nehmen wir an. Den restlichen Nachmittag habe ich jemand die Strecke gezeigt und ein paar Tipps gegeben, bis ich gegen Nachmittag ein paar andere Freunde getroffen habe und wir zusammen ein paar Abfahrten gemacht haben.
Sieht so lässig aus. Das ist auch lässig. Das übliche Problem, wenn Leute vor mir fahren. Ich bin zu langsam und kann nicht dranbleiben für coole Aufnahmen des Vorausfahrenden. Aber einfach ihm da vorne versuchen zu folgen mit dem Auge, da merkt man nicht, dass ich den Dreh ja schon 12.000 Mal gezeigt habe. Was gleich kommt, ist mal wieder richtig klasse. Menschen, welche die Strecke hochschieben an einem Sonntag, wo sowieso viel los ist. Bitte, bitte, lasst das doch einfach und fahrt den Forstweg hoch. Das ist jetzt kein großer Umweg. Und vor allem, was wollt ihr hier mit 5 Meter Anlauf auf dem Step-Up, Step-Down? Da kommt man sowieso nicht oben aufs Brett. Da ist maximal eine Fahrt in einem RTW drin. Was den einen oder anderen vielleicht auch noch aufgefallen ist, die Gatter an den Wartezonen sind weg. Die Wartezonen-Rautis haben also gewonnen. Jetzt dürft ihr wieder vom Forstweg aus Anlauf nehmen, damit ihr genug Geschwindigkeit habt, um die Sprünge zu schaffen, statt mit der richtigen Technik. War doch eine sehr schöne Sonntags-Nachmittagsrunde. Konnte jetzt ein bisschen das Fahrwerk testen. Also wie gesagt, es spricht sensibler an, aber das schiebe ich jetzt einfach mal auf den notwendigen Service der Fox-Gabel. Der Dämpfer fühlt sich ehrlich gesagt genauso an. Da habe ich jetzt nichts anderes erwartet. Es war eben meine Vermutung, dass mit den getunten Fahrwerken, egal welche Marke, es keinen Unterschied macht. Es funktioniert beides, so wie es soll. Und dann würde ich ganz ehrlich sagen, kauft man sich RockShox, weil es günstiger im EK ist und tunt es einfach. Dann hat man quasi eine bessere 38er Fox. Im Serientrim. Ich laber schon wieder zu viel Mist. Ich verraff immer hier, dass hier eine Kurve kommt. Dann bis zur nächsten Tour.